Was ich kenne inzwischen viele dieser Dokus und finde es immer spannend, wenn irgend sowas neu aufploppt, so wie Seaspiracy. Ich finde die Filme auch immer spannend. Es ist halt auch Entertainment ein Stück weit. Und finde es immer spannend, wie krass alle so reagieren und also da so ein riesen Ding draus machen und ich für mich dann immer da so meins draus ziehe, drüber nachdenke, nochmal reflektiere so, auch wie ich lebe. Dafür ist es auf jeden Fall auch sehr hilfreich, ja, einfach mal zu schauen, was hat denn das auch vielleicht für Konsequenzen, wie ich mich verhalte, wie ich esse und so weiter. Und von daher auch immer spannend, ja, und wie du so bist, ja, auf jeden Fall das eigene Bild sozusagen damit abgleichen. Herzlich willkommen, Leute, hier in einer neuen Folge. Heute wieder mal ein sehr, sehr interessantes Gespräch. Ja, verspreche ich mir auf jeden Fall davon. Und der Carsten ist zu Besuch, Carsten Wölfling. Und er ist bekannt als Functional Basics. Und da wollen wir heute auch in die Thematik so reingehen. Ja, wir wollen uns über die Basics unterhalten, über die Gesundheitsbasics in Anführungsstrichen. Ja, Bewegung, Hormone, was auch immer. Und der Carsten hat selber einen Podcast, wo er wirklich schon viele, viele interessante Gäste hatte. Und ich freue mich, dass er hier ist, sich die Zeit nimmt. Und stell dich gerne nochmal selber vor, Carsten, für diejenigen, die dich hier nicht kennen. Und ich denke, das sind die wenigsten tatsächlich. Aber ja, schieß mal los. Wer bist du? Erstmal vielen lieben Dank für die Einladung. Es ist echt, echt ein anderes Gefühl, mal auf der anderen Seite zu stehen. Ich wollte schon fast eine Anmoderation machen. Wer bin ich? Also der eine oder andere hat mich vielleicht schon mal über Functional Basics oder die Bewegung Gesundheit ist für alle da, die ich gegründet habe, wahrgenommen. Und die Basics, die du beschrieben hast gerade oder angerissen hast, um die es vielleicht dann auch gehen wird, sind die, die mir im Leben immer mal wieder gefehlt haben. Also ich komme ursprünglich aus dem Leistungssport, habe viele Jahre Wasserball gespielt, war immer sehr, sehr hark und karg und schlank. Und hatte somit die erste Berührung mit dem Bereich Ernährung. Und es ist vielleicht ganz interessant, wenn ich da jetzt etwas aushole, dass der ein oder andere jetzt nachvollziehen kann, wieso sich vielleicht der ein oder andere Basic davon ableitet. Ist zum Beispiel, dass ich mit 14, 15 ersten Ernährungsplan in der Hand gehalten habe und Zugang zum Fitnessstudio hatte. Da sind die Basics oder die essentiellen Dinge für Gesundheit in meinen Augen in meiner Welt zumindest Ernährung und Sport schon mal gelegt worden und hatte dann immer wieder Schwierigkeiten, dennoch zuzunehmen. Und so ist quasi mit 14, 15 dann das Feuer entfacht für die Ernährung und habe dann angefangen, dort schon die ersten Ernährungspläne für mich zu schreiben beziehungsweise von meinem Trainer zu bekommen. Da gab es dann halt 500 Gramm Magerquark zum Morgen und 100 Gramm Haferflocken. Das sah dann zwar aus wie Zement und den Löffel konntest du auch nicht mehr umrühren damit, aber es hat funktioniert. Ich habe gegessen, was drauf stand und es hat sehr gut funktioniert und hatte dann somit, da werden wir auch drauf zu sprechen kommen, den ersten Glaubenssatz, wenn ich hart trainiere, dann bin ich was oder wenn ich meine Ernährung kontrolliere, dann kontrolliere ich mein Leben oder meinen Erfolg. Also auch das Thema Glaubenssätze wird vielleicht ein Thema werden und aufgrund dessen, dass meine Eltern sich mit meinem 16. Lebensjahr für mich unverhofft getrennt haben, habe ich quasi dort auch die ersten Berührungspunkte bekommen, wie was sind Anteile in mir. Da hatte ich zum Beispiel dann den Anteil der Emotionen abgespalten. Ich war der Mann im Haus. Im Nachhinein würde man im systemischen Coaching jetzt quasi auch von einer Verschiebung der Familienkonstellation sprechen. Habe ich zu dem Zeitpunkt gar nicht gewusst, wovon ich gerade spreche. Bin dann ins Studium und da habe ich mich quasi voll ausgelebt. Das heißt, ich habe gefressen auf gut Deutsch, habe meine 5.000 bis 6.000 Kilokalorien zu mir genommen, ein Kilo Nudeln früh in Trockenmasse gekocht, ein Kilo Reis früh gekocht. Also ich saß dann immer mit so einem riesen Bottich früh schon in der Uni und habe gegessen. Und das war dann tatsächlich immer, ich sag mal im Nachhinein, ich habe dann ein Kilo Reis früh gekocht, nur als Vorstellung, und ein Kilo Frikassee. Also ich habe da noch nicht irgendwie großartig auf Qualität oder es ging einfach nur um die nackten Kalorien und Makronährstoffe. Und wenn du dann ein Kilo Reis und Frikassee über einen Tag in deinem Rucksack durch die Gegend trägst, dann ist das abends im Sommer schon so ein bisschen angegoren. Wahrscheinlich würde man jetzt sagen, es ist fermentiert. Aber das habe ich dann auch noch gegessen, weil ich wusste, die 250 Kilokalorien, die brauchst du jetzt. Und es hat funktioniert. Also ich habe zugenommen, ich habe damals knapp 90 Kilo dann gewogen im Studium,
trainieren, essen und, ja, ich sag mal, ein bisschen studieren und erholen. Und aufgrund der Trennung, die ich erwähnte, wurde ich auch mit solchen Themen wie die finanziellen Sorgen konfrontiert. Also Geld ist nie genug da oder du musst hart arbeiten, um Geld zu bekommen. Und somit ist damit auch der Startschuss 2009 mit dem Studium, ich muss ganz viel arbeiten. Zeitgleich der Wissensdurst, ich muss alles wissen, ich muss alles verstehen. Alle Lücken, die im Studium nicht gefüllt wurden, habe ich dann mit Ausbildungen. Und das war dann auch 2009 die erste Ausbildung im Bereich Ernährung. Habe also gearbeitet, das Geld direkt in Bücher oder Fortbildungen gesteckt. Und das führte halt dazu, dass ich 2011 ins Burnout gerutscht bin. Also hättest du mich von außen gesehen, hättest du gesagt, ja, der Typ ist fit, ein helles Köpfchen. Und von einem Tag zum anderen habe ich 40 Grad Fieber bekommen. Ich hatte so ein Hochbett im Wohnheim und bin da nicht mehr hochgekommen. Dachte ich, ey, das gibt's doch nicht. Was ist denn jetzt los? Dann bin ich zum Arzt und dann hat er gemeint, ja, so eine Erkältung ist es nicht. Also ich hatte keine Erkältungssymptome, einfach nur extrem hohes Fieber. Und dann hat er halt Blutwerte abgenommen und hat gemeint, du, deine Nieren verabschieden sich gerade. Dann habe ich gesagt, wie kann denn das sein? Dann hat er gesagt, wir müssen jetzt hier erstmal ein bisschen schauen, gibt es da irgendwelche Vorerkrankungen? Und war alles nicht da. Bis zu Rattenbiss und Mäusen im Wohnheim haben wir geguckt, ob mich irgendwas gebissen hat. Wir konnten sich das nicht erklären. Dann hat er mich halt gefragt, hast du irgendwie Stress? Da ich sage, du, ich habe ganz schlechten Kontakt zu meinen Eltern, also alles so, was Kommunikation anging. Ich habe, ja klar, Stress. Also ich bin manchmal, ich habe für Montage Kiesertraining während des Studiums gearbeitet, bin aus Österreich nachts um 5 gekommen, nach einer Woche Montage und stand um 8 beim ersten Personal Training oder im Kurs auf der Fläche. Und da ich sage, ich schlafe ein bisschen schlecht. Da er sagt, ich glaube, du hast ein Problem mit Stress. Und das war dann tatsächlich der Moment, wo ich das erste Mal auch wieder besseren Kontakt zu meiner Ma bekommen habe, weil sie hat mich aus dem Wohnheim dann abgeholt, nachdem ich alle Klamotten nass geschwitzt hatte und gesagt hat, ey, ich kann nicht mehr. Es geht, irgendwas läuft hier voll gerade schief. Und dann wurde ich ein halbes Jahr in der Heimat zusammengeflickt mit Therapie und Intervention, bin damit das erste Mal 2011 mit dem Thema Stressresilienz und Achtsamkeit in Berührung gekommen, also das Thema Entspannungsübungen, was tut mir gut, was sind meine Ressourcen, was sind Atemtechniken? Vorher dachte ich, Ernährung, Bewegung passt. Das ist das, was ich zum Leben brauche. Und da kann man quasi das Basic, okay, da gibt es also noch sowas wie Stressresilienz. Mhm. Hat also auch irgendwas mit unserem Gesundheit oder unserem Immunsystem zu tun. Und so ist es dann entstanden. Dann dachte ich, okay, jetzt hast du Gesundheit verstanden, Ernährung, Bewegung und Stressresilienz. Passt. Mhm. Und bin dann als Sporttherapeut in Leipzig tätig gewesen und hatte da auch das Thema, ich muss immer besser sein. Also ich war ein rückblickend sehr arroganter Sporttherapeut, habe immer alles besser gewusst, habe auch hier immer wieder Fortbildungen besucht, um dem Patienten, Klienten das Bestmögliche zu bieten. Und hatte dann in dem Job, wo ich war, nach 2 Jahren 500 Überstunden, wo ich dann dachte, okay, nur arbeiten, das erfüllt dich nicht. Das kam dann, ging dann so weit, dass ich hier in Leipzig, der eine oder andere kennt das vielleicht, die aus Leipzig oder schon mal in Leipzig waren, wir haben hier die Weiße Elster. Da bin ich 2015 mit dem Fahrrad lang gefahren zum Arbeitgeber. Hatte auch mein Unternehmen Functional Basics schon aufgebaut. Dachte ich, okay, die Dinge, Ernährungsberatung, Vorträge und Co. habe ich schon gemacht. Bin ich an einer Brücke vorbeigefahren und dann kamen so die ersten Gedanken, was wäre wohl, wenn ich da jetzt runterspringe und nicht mehr existiere. Und ich kriege da selbst immer noch eine leichte Gänsehaut, auch wenn das jetzt schon ein paar Jährchen her ist. Und es gab dann so einen Moment in meiner Beziehung, wo wir ein Streitgespräch hatten und ich so frustriert über mein Leben war, so traurig, dass ich gleichzeitig so eine Leere gespürt habe, dass ich mit meiner rechten Faust eine Glasscheibe im Wohnzimmer zerschlagen habe. Und wir halt dann beide auf meine zerschnittene Faust geschaut haben und gesagt haben, irgendwas stimmt gerade nicht. Das würde man jetzt wahrscheinlich Richtung Bore-out bezeichnen, die absolute Leere. Ich wusste nicht, warum stehe ich früh auf, ich habe meinen Job gemacht, total unzufrieden. Ich war total, ja, unzufrieden mit dem Leben. Und da habe ich dann das erste Mal überlegt, was gibt's denn neben Ernährung, / Verdauung, Bewegung und Stress denn noch? Ah, es gibt ja noch das Thema Persönlichkeitsentfaltung.
was sind denn so meine Werte? Was sind denn so, oder heute würde man wahrscheinlich Mindset dazu sagen, was ist denn jetzt das Persönlichkeitsentfaltung? Was möchte ich vom Leben? Warum existiere ich? Was ist meine Mission? Und damit habe ich mich dann 2015 angefangen, sehr intensiv zu beschäftigen. Und so sind quasi die Basics, die du gerade angerissen hast, entstanden. Das ist einmal das Thema Persönlichkeitsentfaltung. Also was ist das Mindset, das Denken, wo die ganzen Glaubenssätze reinpassen, wo die ganzen eventuellen auch Überzeugungen oder Ängste mit reinfallen. Dann haben wir das ganze Thema Stressresilienz, die sich auch natürlich untereinander bedingen, weil auch ein Gedanke kann Stress verursachen. Dann gleichzeitig das Thema Bewegung und Ernährung und Verdauung. Das sind so in meinen Augen die Basics, wovon die Hormonbalance abhängt. Zufriedenheit, glücklich sein, Berufung finden, entspannte Beziehungen führen und. Wovon die dann abhängig sind, weil ich habe damals noch in verschiedenen Fachrichtungen reingeschaut, wie funktionelle Medizin oder klinische Psychoneuroimmunologie, Evolutionsbiologie, was ich halt gerne auch als, ich sag mal, als Erklärungsmodell nutze. Es ist ein Erklärungsmodell, dass wir uns untereinander verständigen können, dass wir in gewisser Weise in der Natur entstanden sind. Bestimmte Dinge haben sich durchgesetzt. Wir sind ja letztendlich nichts anderes als, nicht missverstehen, halbnackte Affen, die sich über eine relativ kleine Unterstützungsfläche unserer Füße aufrecht halten und die Hände frei haben und somit unser Leben bestreiten können. Und bestimmte Dinge, so ticken wir halt einfach noch. Also in gewisser Weise. Und wenn wir unserer Natur widerstreben, dann kann es halt schon sein, dass die eine oder andere Pathologie entsteht. Heute kann man das erklären mit epigenetischen Erklärungsmodellen oder dass wir vielleicht sagen, okay, dein Gedanke macht dir Stress. Stress hat einen Einfluss auf die HPA-Achse, die wiederum Einfluss auf dein Immunsystem, was wir vielleicht auch in der heutigen Zeit, gerade bei Covid sehen, dass der eine oder andere dann Ängste entwickelt und, was ja auch wiederum einen Einfluss auf unsere Gesundheit hat. Das ist jetzt so ein kurzer Abriss, was so die zwei Meilensteine, warum ich dann angefangen habe, den Functional Basics, die essentiellen Basics, um richtig glücklich, gesund, alt zu werden, auf den Grund gegangen bin. Ja, spannende Einleitung auf jeden Fall. Danke dafür. Und ich, also, ja, ich meine, ich war mal chronisch krank für, ja, also chronisch Krankheit per Definition so, für 5 Jahre. Die meisten von den Zuhörern wissen das hier. Ich hatte eine Darmkrankheit und da kann ich auf jeden Fall vieles nachempfinden und war da auch lange Zeit so, einfach so für mich, habe mich zurückgezogen, war halt auch irgendwie so deprimiert, ja, und nichts ging mehr und die Lebensqualität war quasi weg. Und von daher finde ich das immer spannend, auch wie andere Menschen, jetzt in dem Fall du, den Weg so gefunden haben und irgendwie jetzt das wertschätzen können, was vielleicht vorher nicht so ging. Und auch was du so mit Entspannungstechniken und alles sowas erzählt hast. Früher fand ich das immer so absurd, wenn irgendwie so Entspannungskurse waren und dachte mir immer so, warum machen die das alle? Also was soll das bringen und so ein Quatsch. Und inzwischen ist das so irgendwie, also finde ich das richtig wertvoll, einfach sich wirklich Zeit zu nehmen, zu entspannen und ja, da wirklich auch mehr Fokus drauf zu legen. Und finde ich auch immer wieder spannend, wie krass chronisch gestresst einfach viele Menschen so sind heutzutage, ja. Und ja, finde es da ja auch spannend und das ist auch für mich so eine Schlussfolgerung, die ich für mich irgendwie erkannt habe, dass umso weiter wir uns irgendwie von dem, so wie du es jetzt beschrieben hast, halbnackten Affenleben sozusagen, so wie es eigentlich oder was jetzt eigentlich aber in irgendeiner Art und Weise vielleicht auch vorgesehen war, entfernen, dass wir da eben immer mehr Probleme bekommen mit uns selbst, mit der Gesundheit und allem. Was ja dann auch wieder auf die Basics quasi, die du jetzt genannt hast, zurückkommt, weil wir uns einfach damit nicht mehr beschäftigen und oder irgendwo einen starken Defizit vielleicht haben, starkes Defizit. Mhm. Ja. Ich würde mal einleiten mit einer Frage, die aus der Gemeinschaft da bei mir kam, nämlich was du zum Wasserhaushalt denkst, beziehungsweise Flüssigkeitszufuhr, ob 2 bis 3 Liter Wasser am Tag wirklich realistisch sind und ob quasi unsere Spezies in der Vergangenheit wirklich so oft zum Wasserloch gerannt ist. Also da gibt es eine Hypothese, gerade weil du sagst, zum Wasserloch gerannt, dass wir sehr wahrscheinlich eher aus dem Mangel groß geworden sind als dem zu viel. Ich versuche das auch
ich sag mal, leicht. Ich habe da zum Beispiel aus der klinischen Neurologie bin ich damals mit dem Bulk Drinking. Da geht es um das intermittierende Leben. Also nicht nur, vielleicht der eine oder andere kennt das intermittierende Fasten, dass wir intermittierend lebend, mal Durst, dann trinken. Hunger, jagen, bewegen, sammeln, essen. Und diese 2 bis 3 Liter, ich kenne da eher die Zahlen, entweder 1 Liter pro 20 Kilogramm Körpergewicht oder 30 bis 40 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht Flüssigkeit am Tag. Die Frage ist tatsächlich nicht wie viel, sondern wie wir trinken. Also auch aus der PNI, da hatte ich auch mal ein Interview mit dem Tom Fox, da haben wir über das Thema Bulk Drinking gesprochen. Da gibt es die Hypothese, dass wir Oxytocin, unser Kuschelhormon oder unser Beruhigungshormon, ausschütten, wenn wir Durst empfinden. Und der eine oder andere kann sich das vielleicht, ich sag mal als Beispiel, wenn wir hungrig sind, diese Emotionen, die wir damit verknüpfen, kennen viele. Irgendwie so grantig, dann werden wir zu Diva, so wird es auch in den Medien verkauft. Und wenn wir durstig sind, dann verändern wir unser Gemütszustand. Wenn ich jetzt zum Beispiel, ich habe das mal bei Vorträgen bei der Polizei, bei der Ausbildung angebracht. Und da habe ich immer gefragt, hey, wie reagierst du denn, wenn du richtig durstig bist? Stell dir vor, du hast ein Workout gemacht, 40 Grad im Schatten, du hast deine Trinkflasche vergessen und bist richtig durstig. Versetz dich mal in die Lage, du suchst schon den letzten Speichelrest irgendwo in der Zahnlücke, du findest ihn nicht. Und jetzt kommt eine Person deines Vertrauens zu dir mit deinem Lieblingsgetränk. Ob das kalt, warm, alkoholisch ist, erstmal nebensächlich. Und dann, wie würdest du der Person gegenüber fragen, ob du was zu trinken bekommst? Der erste Impuls könnte sein, wieso soll ich fragen? Ich nehme der Person das einfach weg, mit der Gefahr, dass es dem aus der Hand fällt. Und dann hat keiner was zu trinken. Der zweite Gedanke wäre, ich könnte vielleicht bitte sagen. Könnte ich bitte mal einen Schluck trinken? Weil unser Körper signalisiert uns, ohne Flüssigkeit wird es irgendwann sehr, sehr eng. Es gibt da, glaube ich, diese Dreierregel, 3 Tage ohne Trinken, 3 Wochen ohne Schlaf und 3 Monate ohne Essen. Du siehst danach definitiv nicht mehr frisch aus, wenn du das so durchziehst. Allerdings trinken scheint uns friedlich zu machen. Deshalb ist vielleicht nicht die Frage, wie viel, sondern wie wir trinken. Und ein Polizist hatte mich dann damals in einer Pause angesprochen, so Carsten, das mit dem Trinken und friedlich, das ist um die Ecke gedacht gar nicht so unbekannt. Man hat das bei Verhören, also er hat gemeint, heute wird das nicht mehr gemacht, bei Verhören war das nicht selten, wenn du jetzt jemanden zum Sprechen oder zum Reden bringen wolltest, hat man ihm das Trinken verwehrt. Jetzt würde er eigentlich sagen, das ist eine Folterungsmethode. Ja, wir leben ja auch vielleicht, vor ein paar Jahren waren auch andere Verhörmethoden gängig. Da wurde auch dein Finger irgendwo eingespannt oder was ich, ein Tropfen irgendwo auf den Kopf getropft. Und er hat gemeint, das war nicht selten, dass den Leuten das Trinken verwehrt wurde. Dann haben die 3 Tage, 4 Tage ausgeharrt. Und dann kam die in eine Zelle zum Verhör und dann wurde ein Trinken hingestellt und dann wurde gefragt, möchtest du uns was erzählen? Weil wenn du jetzt jemanden hast mit 120 Kilo, mit Übergewicht, Adipositas, wie lange willst du denn da warten, wenn du dem das Essen wegnimmst? Da sagt er, dann sitze ich das erstmal aus für die nächsten 4 Wochen. Also die Frage ist tatsächlich nicht, um die Frage zu beantworten, nicht 30 bis 40 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht Gesamthaushalt, sondern wie wir trinken. Durst verspüren und dann trinken. Es gibt so einen Schluckreflex. Wenn du jetzt an die Flasche ansetzt und dich quasi gießt, dann gibt es so ein, als würde deine Kehle zuschnüren. Das kann bei 400 Milliliter sein, das kann beim Liter sein. Das wäre zumindest mein Ansatz zum Trinken, was aus der Natur. Das würde auch vielleicht entsprechen, wie oft gehe ich zum Wasserloch? Na, vielleicht 2-mal. Und dann nehme ich mir einen Krug, balanciere den mit 5 Liter Wasser auf dem Kopf zurück ins Dorf und bin 6 Stunden unterwegs. Also das wäre vielleicht der Ansatz. Oder wenn wir Wasser gefunden haben, dann haben wir gesoffen. Insofern es sauberes Wasser war oder in irgendeiner Form jetzt nicht so, dass es bedenklich für uns ist. Ich denke auch, das, was ich auch spannend finde, dass einfach Obst und Gemüse, das vergessen ja zum Beispiel auch viele, dass auch Wasser, auch Flüssigkeit enthält. Ja. Und was ja auch so durch die, ich sag mal, Laufszene, wenn ich das jetzt mal so nennen darf, stark oder durch bestimmte Marketingmaßnahmen von bestimmten Unternehmen stark gepusht wurde, ist ja eben dieses Trinken, 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 Trinken. Und ja, also bei Laufveranstaltungen und so weiter und die Leute ersaufen sich förmlich. Das fand ich auch ganz spannend, wo ich dann
dazu so ein paar Bücher gelesen habe. Und unser Körper hat ja zumindest Signale oder er spricht ja mit uns. Also wenn du jetzt anfängst, Kopfschmerzen zu bekommen, du kannst dich nicht mehr konzentrieren, wäre das ja vielleicht mal so ein Impuls, habe ich, da können wir jetzt die Basics abchecken, habe ich ausreichend getrunken am Tag schon? Nee, dann gehe ich mal was zu trinken holen. Aber manche haben gar nicht mehr dieses Gefühl, was ich so aus den Klienten und Seminarteilnehmern entnehme, habe ich jetzt Hunger oder habe ich jetzt Durst? Die trinken, wenn sie Hunger haben. Die essen einen Snickers oder irgendeinen Knoppers oder irgendeine Süßigkeit, wenn sie Durst haben. Also diese Verschiebung, was braucht mein Körper eigentlich gerade? Das könnte vielleicht ein Knackpunkt sein. Aber bevor die Leute jetzt gar nichts mehr trinken und dann am Abend vergessen oder merken, Mist, jetzt habe ich hier nicht mal mehr Bike-Drinking gemacht, trinkt dann lieber zumindest öfter etwas, dass ihr auf diese 30 bis 40 Milliliter pro Kilo am Körpergewicht kommt. Das ist eine Annäherung. Das bitte jetzt nicht auf die Kommastelle achten. Und ein Impuls ist, sich das alles früh abfüllen, dass du es immer siehst. Es gibt ja inzwischen auch Flaschen, da ist wie sich 3 Liter passen da rein. Und dann ist da unter Striche morgens, Vormittag, Mittag als Hilfe. Oder du machst dir Erinnerungen am Anfang erstmal ins Telefon. Alle halbe Stunde eine kleine Erinnerung, ausreichend trinken. Auch wenn du keinen Durst hast, dann überspringst du das und dann kommt in 2 Stunden hast du wieder die Erinnerung, trinken, jetzt verspüre ich Durst, jetzt hole ich mir was zu trinken. Ich mache es, in der Regel mache ich so, dass ich früh nach dem Aufstehen eben trinke und dann zu den größeren Mahlzeiten, weil ich da 2 bis 3 am Tag habe, dann nochmal. Und dann zwischendurch, wenn ich halt Durst verspüre, ja, oder wenn ich eben mich bewegt habe, laufen war oder was auch immer, und dann merke ich das sowieso immer, dass ich da ja einfach das Gefühl habe, dass ich was trinken möchte. So wie andere, die irgendwie gefühlt 3 Kanister beim Joggen mitnehmen, um irgendwie mit dem Rucksack noch irgendwie die ganze Zeit versorgt zu sein. Und das fand ich auch früher beim, ich komme aus dem Kickboxen, fand ich das auch immer spannend. Manche, die haben da wirklich so fast 2 Liter während der Einheit da irgendwie weggenippelt. Das fand ich auch immer spannend zu sehen. Also ich habe das gar nicht immer so in dem Fall so extremst gebraucht, die Flüssigkeit. Und ich meine, heute verstehe ich vielleicht auch, dass das mit der Atmung zusammenhängt teilweise. Aber spannendes Thema auf jeden Fall. Also ja. Eine andere Frage war, wie, ja, zum Thema Panik, Attacken und Angstgefühl, wie man das quasi loswerden kann. Und Bevor du jetzt deine Antwort gibst, Carsten, ich glaube, dass der erste Schritt auf jeden Fall erstmal vielleicht auch wäre, oder nicht vielleicht, sondern der erste Schritt auch wäre, die ganzen Informationen, wo vielleicht auch dieser Podcast hier dazugehört, erstmal in einem gewissen Rahmen zu begrenzen, dass irgendwie nicht so viele Einflüsse sind und vielleicht auch einfach zu viel Technik genutzt wird und zu viel Nachrichten immer einprasseln mit irgendwelchen Schreckensbotschaften. Und das ist zumindest mit den Menschen, wo ich immer merke, dass sie halt auf der Ebene irgendwie, ja, ich nenne es mal Probleme haben oder irgendwie nicht vorankommen, dass das eben oft ein Faktor ist, dass halt wirklich 24/7 irgendwie Radio, Fernsehen oder irgendwas anderes läuft und da einfach dauerhaft irgendwas am Runterrattern ist, ja, und mit teilweise sehr erschreckende Nachrichten sozusagen. Und die Leute dann natürlich auch das Gefühl haben, sie leben halt in einer völlig irren Welt. Was mir früher auch so ging. Und kann ich aus meiner Erfahrung nur sagen, dass mich das halt ziemlich fertig gemacht hat. So, und ich auch bis heute der Überzeugung bin, dass das halt in meine chronische Krankheit damit mit reingespielt hat. So, weil ich überall quasi immer das Schlechte gesehen habe. Und dann auch natürlich das in mein Leben gezogen habe. Und dann irgendwann erkannt habe, ey, wie kann ich das jetzt mit der Geburt meiner Tochter und so weiter und ein paar anderen Schlüsselerlebnissen, wie kann ich das jetzt sozusagen korrigieren oder wie kann ich jetzt daraus lernen und wie kann ich mich davon wegbewegen? Und habe dann teilweise auch einige Freundschaften, wo ich halt gemerkt habe, dass ich da das Problem bin. Nicht die Leute, mit denen ich befreundet war, sondern dass ich denen halt nicht gut getan habe. Und dass das aber aus meiner Sicht quasi immer wieder kommen würde, wenn ich das quasi nicht trenne. Da habe ich dann auch einige Leute sozusagen von mir abgekapselt aus meiner Entscheidung heraus, die wirklich gute Freunde waren. Und weil ich halt wusste, das tut uns allen gut, weil ich einfach das Problem war. Ja. Und deswegen kann vielleicht auch sowas helfen. Und ja, was denkst du, Carsten? Ich überlege gerade, Ängste sind ja meistens in die Zukunft. Also die seltensten Leute haben, oder die wenigsten Leute haben Angst über die Vergangenheit. Es gab mal so einen, ich will nicht sagen Spruch, ich weiß gar nicht mehr, wo ich ihn gelesen hatte, aber wenn du
Angst haben möchtest, dann denk in die Zukunft. Und wenn du depressiv werden möchtest, dann denk an die Vergangenheit. Also hätte ich mal damals den Weg eingeschlagen, dann wäre das Leben ja so und so verlaufen. Ja. Wir können die Vergangenheit verändern, indem wir die Perspektive auf die Vergangenheit, auf die Ergebnisse und Erlebnisse verändern. Es ist nicht selten, dass das auch im Coaching, im Bereich NLP zustande kommt. Aber es geht ja um das Thema Ängste. Und hier ist der, stimme ich dir vollkommen zu, das Thema Ängste, erstmal den medialen Einfluss von außen. Was wird mir über Angst erzählt? Wovor könnte ich überhaupt Angst haben? Aber auch selbstgemachte Ängste. Da gucke ich vielleicht aufs Konto, nicht genügend Geld drauf, Existenzängste. Oder ich bin in einer Partnerschaft, ich habe Angst, dass die Person mich verlässt oder mich betrügt oder mir nicht die Wahrheit erzählt und, und. Und bezüglich Ängste, das sehe ich ähnlich wie Glaubenssätze oder Überzeugungen, die manifestieren sich. Das heißt, die sagen uns, sie sind allgegenwärtig und zu 100% wahr. Deshalb unterscheide ich da auch immer untereinander zwischen Realität und Wirklichkeit. Realität ist das, was wir über unsere Sinne wahrnehmen. Wirklichkeit ist das, was wir mit unserem Inneren erleben und im Inneren abgleichen. Also fühlt sich die Angst wahr an. Klar habe ich Angst vor Existenzangst. Und hier vielleicht als Impuls, da kann ja jeder einer mal nachschauen nach Byron Katie, The Work. Ich bin ein großer Freund, Techniken auch preiszugeben, weil ich suche halt seit vielen Jahren die Basics und Techniken, um sie auch zu vermitteln. Und nach Byron Katie, The Work, kannst du Ängsten und Glaubenssätzen sehr gut auf den Grund gehen. Das heißt also, du hast jetzt zum Beispiel Angst. Nehmen wir mal das Beispiel Angst, dass du... Kam da ein Beispiel? Vor was Angst oder Sorgen? Nee, nicht direkt. Okay, dann nehmen wir mal an, du hast Angst, dass dein Partner dich belügt. Das heißt also, mein Partner belügt mich. Okay, dann ist die erste Frage, die nach The Work ist, ist das wahr? Ist das wahr, dass dein Partner dich belügt? Dann kommt ein Impuls, ja oder nein. Wenn er nein ist, dann stellst du dir die Frage, wie fühle ich mich denn, wenn mein Partner mich belügt? Dann kommen Emotionen hoch, manchmal sagt, oh, das fühlt sich schwer an, ich bin dann traurig, ich fühle mich im Brustkorb eng, mein Bauch flattert, ich fühle mich nicht wohl. Ja, und dann kann man auch dem nachgehen, wie verhalte ich mich denn gegenüber meinem Partner, wenn ich zum Beispiel denke, glaube, schrägstrich Angst habe, dass er mich belügt. Okay, da verhalte ich mich so und so. Ich bin dann kurz angebunden, ich bin grantig gegen meinen Partner, ich bin nicht so liebevoll. Da kommen schon die ersten Erkenntnisse, wo vielleicht man sein eigenes Verhalten analysiert. Wann tritt das auf? In der dritten Frage, also würdest du mit Ja antworten, ist das wahr, dann kannst du noch hinterfragen, ist das mit absoluter Sicherheit wahr. Da kann auch ein Impuls kommen, ja klar, ist hundertprozentig, mit 110%iger Wahrheit, dass mein Partner mich belügt. Kann aber auch sein, dass jemand sagt, nö, zu 100%iger Wahrscheinlichkeit weiß ich das gar nicht. Es ist gar nicht 100%ig wahr. Der nächste Schritt wäre dann auch zu überfragen, wie fühle ich mich denn ohne diese Angst oder ohne diesen Gedanken? Ich begegne meinem Partner in liebevoller Weise, im Hier und Jetzt, und habe nicht diesen Gedanken, dass er mich belügt. Wie wäre mein Leben anders? Wie wäre das Verhalten zum Partner anders? Und wenn ich das durchgespielt habe, dann kehre ich den Glaubenssatz oder die Angst um. Was wäre denn, wenn ich keine Angst davor hätte? Oder mein Partner sagt die Wahrheit. Und dann suche ich dafür Beweise. Beweise mindestens 3 Stück, wenn nicht sogar mehr in meinem Leben. Gleichzeitig, ich bin nicht ehrlich zu meinem Partner. Und da kommen auch manchmal die ersten Erkenntnisse. Ach du Heimatland. Es gibt ja auch selbst Sachen, wo ich mal flunker. Und dann kann es passieren, dass diese Angst oder auch dieser Glaubenssatz relativiert wird. Dass der sich nicht mehr so stark präsent anfühlt und eine gewisse Leichtigkeit auftaucht. Also das wäre meine Antwort zu Angst. Also das Thema Ängste ist, ich will nicht sagen, ein Hirngespinst. Es ist super, dass wir Angst haben und Ängste oder dieser Anteil Angst macht ein Verhalten in uns. Wir könnten aber auch, je nachdem, wir haben verschiedene Anteile in unserem Körper, auch die Angst ist ein Anteil. Wir können zum Beispiel in einer Art Meditation oder einem angeleiteten, wie eine Art Trance-Zustand, damit in Kontakt treten und uns mit der Angst unterhalten. Hey du, danke Angst, dass du da bist. Das Verhalten, was du an den Tag legst, das
ist nicht mehr cool. Ja, als Kind wäre das vielleicht ganz nett gewesen, aber das Verhalten, was ich jetzt habe, das ist uncool. Ja, ich habe Beziehungen, die brechen immer wieder ab, weil ich Angst habe, verlassen zu werden. Also verlasse ich die Leute, bevor ich verlassen werde. Und dann kann ich auch das Verhalten von den Emotionen, von den Anteilen verändern. Das wird jetzt hier in dem Setting ein bisschen schwierig, sich das vorzustellen. Aber auch das ist nicht selten im Coaching, dass wir Anteilsarbeit machen oder Ego-State-Therapy, dass wir Verhaltensmuster bestimmter Anteile in unserem, ja, in unserem Wesen verändern. Mhm. Ins Positive. Mhm. Ja, spannend. Ja. Spannend. Also ich würde eben empfehlen, The Work von Byron Katie sich einmal anzuschauen. Hat tolle Bücher, gibt es auch Blätter, also Übungsblätter online, kostenfrei auf Deutsch, wo ihr eure Ängste, Glaubenssätze reinschreiben könnt und dann entsprechend mit Anleitung dort bearbeiten könnt. Mhm. Ich habe von ihr tatsächlich auch mal, ich habe das nicht gelesen, ich kenne ihre Arbeit so oberflächlich. Sie hat auch so ein Kinderbuch, Tiger, Tiger, ist es wahr, wenn ich mich nicht täusche. Mhm. Es geht auch, glaube ich, darauf hinaus, dass man eben bei Kindern dann schon sozusagen, wenn die Kinder irgendwie das Gefühl haben oder auch Glaubenssätze entwickeln in irgendeiner Art und Weise, die vielleicht nur ihrem Kopf entspringen oder wo sie eben auch das Gefühl haben, das wäre so, was aber nicht der Realität entspricht, dann kann man sozusagen den Tiger fragen, Tiger, Tiger, ist es wahr, das XYZ mhm. und dann, ja, geht, glaube ich, in eine ähnliche Richtung, bloß für Kinder. Ja. Können wir mit, ich packe es mal in die Beschreibung mit, ich habe es mir mal aufgeschrieben. Mhm. Ja. Das war die heutige Folge. Ich hoffe, du hast etwas für dich mitnehmen können, etwas gelernt oder direkt etwas angewendet, während du zugehört hast. Lass es mich wissen, wenn du irgendetwas davon für dich umsetzen konntest. Schreib mir dazu gerne bei Instagram unter bewusstsein.und.physis oder tritt direkt dem Discord-Stamm bei und gib dort Rückmeldung, stell deine Fragen, alles, was du auf dem Herzen hast, zum heute besprochenen Thema. Hast du selber einen Wunsch für den Podcast, dann schreib ihn mir ebenso. Gerne lade ich auch diese Menschen ein, die dir auf deinem Weg geholfen haben mit ihren Erfahrungen und ihrem Wissen. Alle weiteren Informationen findest du in den Beschreibungen dieser Folge und auf meiner Website bewusstsein-und-physis.de. Dort findest du auch ein schriftliches Transkript der Folge, sowie alle weiteren Links und in dieser Folge besprochenen Punkte, zum Beispiel Bücher, Kurse, Webseiten und vieles weitere. Danke fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge.